Hallo YouTube. In diesem Video ist der versprochene zweite Teil zur MAAS-Serie. Zuallererst habe ich nicht mehr auf der VM gesetzt, sondern diesmal auf einen echten, real existierenden PC. Dieser übernimmt jetzt trotzdem die VM, damit ich euch zeigen kann, wie der Bootvorgang läuft und ihr auch genauestens zuschauen könnt. Diesen einen PC habe ich jetzt auch schon eingereiht. Da steht es auch Node Offline. Müssen wir mal kurz drauf gehen. Ist der im Zustand Commissioning? Das heißt, er wartet erst einmal, bis er ihn starten kann. Ich mache jetzt ganz kurz mal den Start. So, jetzt startet er den Node. Hier sehen wir schon, er lädt uns das Image. Das heißt, es hat alles funktioniert. Das Ganze funktioniert dann erst, nachdem ihr die PXE-Images heruntergeladen habt, also das, was ich im letzten Video gezeigt hatte. Es kann übrigens passieren, dass die PXE-Images nicht korrekt heruntergeladen werden. Dann müsst ihr den Befehl einfach noch einmal ausführen oder eventuell apt-get-update machen. Und dann sollte es aber perfekt funktionieren. Gut, jetzt lädt er uns erstmal die Images herunter. Und jetzt versucht er sie auf die Festplatte zu schreiben. Oder im Moment lädt er eigentlich nur noch das Image gerade und danach versucht er es auf die Festplatte zu schreiben. Das Ganze funktioniert vollkommen automatisch. Richtet alles vollkommen automatisch ein. Die Keys, die ihr jetzt festgelegt habt, sind alle automatisch festgelegt. Und das war's eigentlich. Nein, dann lädt sich noch ganz kurz die Updates herunter. Das dauert jetzt noch einen kurzen Augenblick. Holt sich noch Informationen. Und das sollte es eigentlich so gut wie gewesen sein. Schauen wir mal kurz, ob der PC schon online ist. Wir können jetzt hier nochmal kurz den Zustand überprüfen. Steht jetzt alles, was für Eigenschaften er hat. Eine CPU, 1 GB RAM und seine IP-Adresse. Ich mache das mal ganz kurz bei einem PC, der schon gestartet ist, damit man sieht, was da alles dabei steht. Da steht jetzt zum Beispiel die CPUs, Speicher hat, IP-Adresse und dass er gestartet ist und wer der Besitzer des ganzen PCs ist. Gut, gehen wir nochmal zurück auf unseren eigentlichen PC. Der ist jetzt noch im Startmodus. Mal noch kurz drauf gehen, Success, da lädt es ganz kurz noch die Dateien. Wenn er fertig ist, haben wir dann hier nicht mehr diese Option, sondern diese Option, also starten, stoppen, löschen, das geht nicht, während er gestartet ist, und installieren, editieren. Ah, jetzt ist er im Zustand ready. Ja. Jetzt setzen wir uns zu uns, das geht mit Start Node, obwohl er eigentlich schon gestartet ist. Steht ja auch, dass er nun zu uns allocated wurde. Und jetzt einfach noch diese IP-Adresse eingeben und unter SSH auf den Key auswählen, den wir letztes Mal erstellt haben. Den habe ich in der Desktop gespeichert. Gut. Jetzt wieder zurück zur Session. Die speichern wir unter Tutorial Save. Doppelklicken. Highlight. So, eventuell. Oh, okay. Er hat versucht, die neu zu starten. Einen Augenblick. Ja, jetzt beschwert er sich, weil er noch nicht gestartet ist. Er lädt das Image.
So, nachdem die Installation durchgelaufen ist, sehen wir jetzt hier das Abschlussbild und wir können den Node jetzt benutzen. Das heißt, wir gehen einfach nur auf unsere Hauptmaschine wieder zurück, gehen jetzt hier wieder auf PuTTY. So, jetzt PuTTY. Wähle jetzt hier den vorher aufgesetzten Tutorial aus und er fragt uns, ob wir den Server vertrauen. Wir bestätigen mit Ja. Und jetzt können wir uns einloggen. Der Benutzername ist Ubuntu. Und das Passwort ist das Passwort des Keys, das wir vorher festgelegt haben. Und jetzt sind wir eingeloggt. Der Node wurde vollständig automatisiert aufgesetzt. Und wir können jetzt ganz normal an ihm arbeiten, wie wenn er eine sehr normale Maschine in unserem Netzwerk wäre. Wir sehen jetzt auch hier, die IP-Adresse wurde ganz normal ins Netzwerk eingereiht. Er ist erreichbar wie jeder andere Server jetzt im Netzwerk auch. Und wenn wir jetzt nochmal kurz auf unsere Nodes gehen, sehen wir jetzt hier, alle fünf sind an. Alle fünf sind erreichbar. Wir können ihn jetzt auch hier verwalten, wie stoppen und bearbeiten und noch andere Details anschauen. Und das Ganze geht wirklich sehr einfach, sehr schnell. Nachdem es eingerichtet ist, hat man keine Probleme mehr mit PCs aufzusetzen. Man reiht ihn einfach ganz normal ein mit dem Node hinzufügen und gibt die Daten des Servers ein. Meistens ist es einfach nur die MAC-Adresse. Die MAC-Adresse findet man übrigens heraus, wenn der PC startet und man PXE-Boot auswählt, sieht man die MAC-Adresse, von welcher er aus lädt. Man kann es natürlich auch im BIOS nachschauen oder am PC selbst ist manchmal am Netzwerkadapter eine Information dran, wie die MAC-Adresse ist. Oder man wählt einfach ein Live-Image und bootet das und schaut von dort aus nach. Das Ganze geht nochmal so mit HW-Info. Okay, ist nicht installiert, man muss erst installieren. Und dann kommt man die Information, wählt die einfach aus, was er booten möchte. Wenn man zum Beispiel ein anderes Image haben möchte, wählt man jetzt dieses hier aus, eine andere Architektur. Eventuell möchte man gerne von einem ARM-Server booten oder ähnliches. Und ja, wirklich sehr einfach einzurichten. Macht damit wirklich Spaß, Server aufzusetzen. Ich habe jetzt hier schon fünf in meinem Netzwerk drin. Und ja, danke fürs Zuschauen. Das war es dann von der MAAS-Reihe.